Am Freitag kurz vor Mittag kam für die Feuerwehren von St. Egidien und Liechtenstein der Einsatzbefehl zu einem schweren Unfall. Kurze Zeit später bot sich an der Einsatzstelle dieses Bild. Also zu dem Unfall hier auf der Aradstraße kann ich insoweit sagen, dass ein Unfall war zwischen einem Pkw und einem Lkw, was ein Vorfahrtsdelikt war. Genaueres zum Hergang weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Der 62-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der genannten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Achatstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Lkw DAF. Dabei überschlug sich der Golf. Durch die Wucht des Aufpralls kippte auch der Lkw um. Beide Fahrzeuge durchbrachen die Leitplanke und landeten auf einer Wiese neben der Fahrbahn. Die Kameraden der Feuerwehren leisteten professionelle Arbeit. Sie konnten beide Fahrer aus den Wracks ihrer Fahrzeuge herausholen und dem Rettungsdienst übergeben. Die Rettungsarbeiten hier an der Einsatzstelle sind normal routinemäßig abgelaufen und Probleme oder Schwierigkeiten gab es dabei keine. Vorsorglich wurde der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christoph 46 eingeflogen. Der Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeführt.